Guten Morgen, wir sind fast wieder back on the road. Hier bin ich, Alter. Yo. Und zwar habe ich heute hier gepennt, also nicht hier, sondern im 9. Stock. Hier ist das Erdgeschoss. Ja, dann bin ich in den 9. Stock hochgekackselt, habe das Fahrrad da hochgeschleppt. Das ist nicht so witzig und jetzt heute Morgen habe ich für die Taschen den Aufzug genommen. Und heute geht's nach. Hey. Und heute geht's nach Vlora. Weiter, das sind von hier 122 Kilometer. Wir haben, glaube ich, knapp 10, nee, knapp 9 Uhr. Oder schon was später, ich weiß es gar nicht. Ist auch egal. Mal schauen, wie schnell ich das schaffe. Es sind nicht allzu viele Höhenmeter. Und dann muss ich da irgendwo pennen, beziehungsweise auch mal WLAN suchen und nochmal auf Couchsurfing gucken. Aber bis jetzt hat da noch keiner angenommen. Und sonst suche ich mir da einfach wieder was zum Wildcampen. Das sollte ja auch funktionieren. Ja. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt erstmal wieder in den Verkehr auf der Hauptstraße. Da habe ich keine Lust drauf. Let's go. Und schon sind wir wieder neben der Autobahn. Ist nicht schön hier zu fahren, muss man mal so sagen. Aber es macht Strecke und ist nicht allzu hügelig und nicht so ganz schlimmer Verkehr wie auf der Autobahn. Also ist es einigermaßen in Ordnung. Ich habe mir vorgenommen, jetzt erstmal vielleicht so 2, 3 Stunden durchzufahren. Dann dürfte ich ungefähr auf der Hälfte sein. Und dann irgendwo was zu essen oder halt das, was ich noch dabei habe, Toast oder was. Ich habe auch noch irgendwie was. 6, nee, 2.500 oder 2.900 albanische Lek sind circa vielleicht so 35, 36 Euro. Und davon kann ich mir dann beim Restaurant oder so irgendwas kaufen. Das ist ja eins der billigsten Länder in Europa. Und mit dem Euro ist man hier wohl ganz gut gestellt. Und das ist gut. Bereits in Italien bei Udine habe ich mich gefragt, wie die Fahrt an der Küste des Adriatischen Meers und damit in den Länden. Bereits in Italien bei Udine habe ich mich gefragt, wie die Fahrt an der Küste des Adriatischen Meers und damit in den Ländern des Balkans wohl werden würde. Wirklich vorstellen konnte ich es mir nicht und das mochte ich nicht. Von zu Hause hatte ich den Osten immer mit riesigen Massenmietshäusern aus kahlem Beton, bewölktem Wetter, Straßenhunden und zwielichtigen Gestalten verknüpft. Aber bis Montenegro durfte ich den Balkan ganz anders und viel besser erleben. Albanien ist nun aber das erste Land, welches fast genau meinem Bild entspricht. Aber zum Glück sollte sich bald alles wieder zum Guten wenden. So, es ist jetzt doch nicht die 60-Kilometer-Variante geworden. Ich habe sie 16 geschafft oder gemacht und habe gemerkt, dass ich Wasser brauche und durfte bei einer Bäckerei, wo ich dann auch das gekauft habe, durfte ich auffüllen. So, und jetzt sitze ich hier in so einem wunderschönen Public Park. So, hier. Das ist so auch wieder mit Kirschmarmelade, glaube ich. Und das sind so zwei. Ich glaube, das eine ist so Burek-mäßig und das weiß ich nicht. Ich bin gespannt, das auszuprobieren. Schieß. Fragt man sich, was macht der Idiot wieder auf der Autobahn? Ja, keine Ahnung. Ein bisschen was abkürzen. 80 Kilometer noch bis nach Vlora. Scheiße, ist das weit. Ich habe übelste Bauchschmerzen irgendwie. Ich hoffe, dass es nicht daher kommt, wo ich heute gefrühstückt habe. Oder von dem Wasser, was ich getrunken habe. Ja, vielleicht finde ich gleich irgendwo mal eine Toilette. Dann schaue ich mal. Eine 80 Kilometer hätte ich nicht gedacht, dass es noch so viel ist. Naja. Ja, ich befinde mich hier auf einer Raststätte, auf einer Autobahnraststätte. Ich habe gerade da drin schon mal auf Toilette gewesen, aber war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe ziemlich Bauchschmerzen irgendwie. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
jetzt warte ich mal kurz ab und sonst fahre ich einfach darauf weiter. Mal schauen. So, am Straßenrand jetzt glaube ich für unter 1 Euro oder so. Hier sind eine Pulle Orangenlimonade und eine Pepsi hier. Die kostet irgendwie 50 Beck, das sind vielleicht 30 Cent, das ist echt krass. Bauchweh sind nicht so geil und ich brauche irgendwas mit Energie. Ja, keine Ahnung. 40 Kilometer habe ich schon geschafft. Hier stehen überall so verlassene oder gerade am erbaut werdende Häuser. Ich hoffe, dass ich die Richtung Glora auch finde. Naja, kann ich mich da reinstellen. Das wäre optimal. Ja. Der Weg ist nicht ganz so cool. Geht immer ewig geradeaus, lang durch die Sonne, aber zum Glück flach. Naja, wenigstens mache ich ein bisschen Strecke. So, wir fahren die ganze Zeit hier die Straße lang. Die geht so ein bisschen rechts links, aber sonst meistens geradeaus. Ich habe mir gerade halben Liter von so einem Orangenlimonadenzeug reingeleert. Dafür, dass mich das wieder mit ein bisschen Energie versorgt, zusätzlich in Kombination mit einer Banane. Und das trägt mich jetzt hoffentlich nochmal gute 40 Kilometer weiter. Und dann sind wir auch schon fast da. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist. Aber bis es dunkel wird, dauert es ja noch. Und bis dahin in der Zeit. Die wollen wir natürlich auch nutzen. Rechts von mir ist irgendwo sowas wie Meer oder so. Ja. Da hinten. Keine Ahnung, was das ist. Das nutzt sich. Kinder winken immer und sagen Hallo. Das macht immer Spaß. So, wir haben 13.20 Uhr. Ich habe gerade mal gecheckt. Wir haben schon, ich glaube, 67 Kilometer. 51 kommen noch. Bis nach Glora. Um 13.20 Uhr habe ich glaube schon gesagt, weiß ich nicht. Es werden gute 2,5 Stunden werden. Bedeutet ja, 16 Uhr, 16.30 Uhr, wenn ich durchfahre. Es kommen 2 kleine Berge noch. Ich hoffe, die werden nicht ehrenlos. Ja. Montag 3 Stunden. Der erste Berg und da kracht's.
Naja, morgen kommt, glaube ich, ein richtig Wetterberg. Irgendwie auf 1000 Höhenmeter hoch. Da wird es nochmal ehrenloser. Am Knipp dieses Anstiegs holt mich Lennart, ein Radreisender aus Deutschland. Er hat Urlaub und möchte nach Athen fahren. Wir fahren zusammen weiter, da er ein Airbnb in Vlora hat. Und wie es mal wieder so kommen sollte, trafen wir auf zwei französische Radreisende, Tanguy und Madeleine. Sie sind in Paris gestartet und fahren auch nach Athen. Von da aus möchten sie jedoch nach Vietnam fliegen und dort weiterradeln. Vielleicht doch eine Möglichkeit für mich? Wir fahren zu viert und irgendwann setzt sich Lennart ab und fährt voraus. Das sollte aber nicht das letzte Mal sein, dass wir uns sehen. Yourself. Wow. So, wir sind an diesem Strand und zwar habe ich die beiden Franzosen gerade eben getroffen auf der Straße. Also die waren auch, wir haben uns eingeholt so ein bisschen, als ich mit diesem anderen deutschen Lennart eine Pause gemacht habe. Madeleine und Tanguy, glaube ich, genau. Und wir sind gerade eben jetzt dann einfach Richtung Strand abgebogen. Ich habe hier zwei Deutsche kennengelernt, die haben mit den französischen Campern gesprochen. Meinten wohl, dass hier der Platz perfekt ist zum Campen. Wir können das hier auch wohl einfach machen. Es juckt keinen. Hier wird gutes Food serviert. Und da oben, wo man das sieht, das wird die Passstraße sein, die wir morgen nehmen. Dann wird es einmal richtig ordentlich. Dann geht es da über die Berge drüber. Die haben heute irgendwie 78 Kilometer gemacht. Ich weiß nicht, ob wir morgen oder wie lange wir morgen noch zusammenfahren, je nachdem. Aber die sind echt super nett. Irgendwie 27, 28. Jetzt fahren wir zum kleinen Markt. Holen uns ein bisschen was zu essen. Hauptsächlich Wasser, weil auffüllen hier ist wohl nicht so ganz safe. Ja, und dann wird morgen früh gestartet. Ich hab Bock, das macht wieder Spaß. So Leute zu treffen ist cool. Und die sind vor allem sehr cool. So, wir sind an dem Strand angekommen wieder. Da geht die Sonne wunderschön unter. Und hier werden wir gleich irgendwo pennen. Ich muss mich jetzt noch umziehen. Dann join ich den vielleicht auf einen Drink da hinten. Und dann kann's abgehen. So, wir haben mittlerweile 19 Uhr, ich glaube 15 oder sowas. Da hinten ist der Mond aufgegangen und da ist eben die Sonne untergegangen. Das wird jetzt immer ziemlich schnell dunkel und hier sind noch die anderen beiden Fahrräder. Das kann man wahrscheinlich jetzt gerade nicht so gut erkennen. Vielleicht, wenn ich näher dran gehe. Nein, schade. Und die beiden sind gerade hinten zu dieser Schranktusche. In der Zeit passe ich auf die Fahrräder auf und dann bauen wir gleich irgendwo das Zelt auf. Da vorne zelten auch schon welche am Strand, kann man wahrscheinlich auch nicht erkennen. Ja, und dann morgen, da wo man diese Lichterreihe sieht, aber das habe ich ja eben schon gezeigt, da wird wahrscheinlich die Passstraße dann sein, die wir morgen nehmen. Ich habe gerade eine Tüte Chips geleert. Boah, das waren die besten Chips, die ich je hatte. Ich hatte so lange keine Chips mehr. Und davor habe ich ein halbes Baguette mit Käse gegessen. Und jetzt gleich gibt es noch Pasta. Und da habe ich Lust drauf. Let's go. Danke, dass du mich bis hierhin begleitet hast. Schreib mir gerne deine Meinung zu diesem Video in die Kommentare und um die nächsten Videos von meiner Radreise nicht zu verpassen, kannst du gerne den Kanal abonnieren. Für aktuellere Infos kannst du auch auf meinem Instagram vorbeischauen, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Aber für heute verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns im nächsten Video wieder.